Der Suvidgar Profi ist ganz einfach in der Handhabung. Und wie er funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt. Als erstes drücke ich die Ein- und Aus-Taste etwa 5 Sekunden. Die Wassertemperatur mit dem Drehrad einstellen. Set-Taste drücken. Dann mit dem Drehrad die Stunde einstellen. Z-Taste erneut drücken. Minuten einstellen. Und warten, bis die Zeitanzeige nicht mehr blinkt. Ein- und Aus-Taste kurz drücken. Das Gerät startet und heizt auf. Wenn die Wassertemperatur erreicht ist, ertönt alle 3 Sekunden ein akustisches Signal. Das Gar gut einlegen. Und Z-Taste 3 Sekunden drücken, bis ein einmaliger Piepton ertönt. Nach Erreichen von der Garzeit tut das Gerät piepsen. Ich schalte das Gerät aus, nehme das Fleisch raus und verarbeite es weiter.